Mir kam ja auf der Terrasse eine spontane Idee für ein Video und mit dem heutigen Thema, da glaube ich, öffne ich dann auch eine Dose Würmer, wie man im englischsprachigen Raum sagen würde, denn es geht um Bildbearbeitung und die ewige Frage, ob und bis zu welchem Grade diese denn in Ordnung ist oder ob man nicht lieber gleich darauf verzichten sollte. Gerade wer mit Fotografie anfängt, der hatte noch nicht so viel Berührung mit Bildbearbeitung und es entsteht zumindest am Anfang der Irrglaube, Bildbearbeitung diene dazu, Fehler, die man im Moment der Bildaufnahme gemacht hat, etwa bei der Belichtung, auszubügeln. Dann gibt es erfahrene alte Hasen unter den Fotografen, zu denen viele aufschauen und die das Mantra des Get it right in camera verbreiten, was so viel heißt wie, mach es doch gleich bei der Aufnahme richtig, dann musst du nicht mehr nachbearbeiten. Dieser Spruch, der ist meiner Meinung nach aus heutiger Sicht etwas vom Blödesten, das es gibt. Und die Verfechter dieser völlig veralteten Sichtweise, die erkennt man auf Facebook, Instagram und in Foren an Hashtags wie Get it right in camera oder Out of cam oder No filter. Warum veraltet? Weil dieser Satz Get it right in camera noch aus der analogen Fotografie stammt und damals absolut berechtigt war. Denn das Nachbearbeiten eines analogen Fotos, das war erheblich schwerer und diente tatsächlich fast ausschließlich der Ausbesserung von Belichtungsfehlern. In Zeiten der Digitalfotografie, da hat dieser angestaubte Satz meiner Meinung nach aber nichts mehr verloren. Und ich sage euch auch mal, warum ich so denke, denn ich weiß, dass es auch andere Meinungen gibt. Zunächst mal sollte man unterscheiden zwischen Bildbearbeitung und Bildmanipulation, also Bildbearbeitung und Bildmanipulation. Im allgemeinen Sprachgebrauch, da hat sich die Verwendung von Photoshop in meist negativer Weise als Mittel zur Bildmanipulation und damit verbundener Irreführung des Betrachters manifestiert. Soll heißen, wer Photoshop verwendet, der tut dies, weil er die Realität verzerren will. Dabei hält es sich mit Photoshop wie mit einem Brotmesser. Man kann damit Brot schneiden oder aber auch Tomaten oder jemanden umbringen. Dieses Allgemeinbild, das basiert auf der Bildmanipulation und diese hat eben nichts mit der Bildbearbeitung zu tun, die verantwortungsvolle Fotografen betreiben. Bei der Bildmanipulation, da hat das Ergebnis oft nur noch wenig mit dem eigentlichen Bild zu tun. Die Bildbearbeitung hingegen, die dient dazu, das eigentliche Bild in seiner Aussage und Darstellung zu unterstützen. Fotografie, das ist immerhin ein Kunsthandwerk und wer sich partout davor sträubt, seine Fotos nachzubearbeiten, der beschränkt seine Fotografie zu einem großen Teil auf deren handwerkliche Komponente. Es ist meiner Meinung nach Aufgabe des Fotografen, interessante Bilder zu machen. Es gibt keine guten Fotos und auch keine schlechten, aber es gibt interessante und es gibt langweilige Fotos. Und der Prozess des Fotografierens, der endet für mich nicht in dem Moment, in dem ich auf den Auslöser drücke. Wir als Fotografen, wir wollen mit unseren Fotos ja Geschichten erzählen und Gefühle auslösen. Wir wollen das, was uns wichtig ist, nicht einfach nur abbilden, sondern eben auch in Szene setzen. Und das tun wir auch mit unserer persönlichen Bildsprache und eben auch dem Look unserer Bilder. Und schaut man sich heute mal die bekanntesten und erfolgreichsten Fotografen an, also der Jetztzeit, so erkennt man bei fast allen eine persönliche Note, die sich eben wie ein roter Faden durch deren Arbeit zieht. Nicht ein einziges Foto, das in der Werbebranche genutzt wird, ist unbearbeitet, ganz zu schweigen von künstlerischer Fotografie oder stimmungsvollen Landschaftsfotos. Selbst in den Genres Dokumentation und Streetfotografie, da werden grundlegende Maßnahmen der Bildbearbeitung angewandt. Aber auch die Natur selbst, die gibt uns Grund, unsere Bilder nachzubearbeiten. Das menschliche Auge, das hat ja einen viel höheren Dynamikumfang als jede Kamera. Selbst wer die Natur unverfälscht darstellen möchte, der wird auf Aufnahmen häufig Schatten und Lichter korrigieren müssen, damit eben der Betrachter des Fotos einen Eindruck der Situation bekommt, wie sie im Moment der Aufnahme tatsächlich auch ausgesehen hat. Unter Fujifilm-Usern, da höre ich oft auch das Argument, die Filmsimulationen würden den JPEG-Dateien bereits ausreichend mit auf den Weg geben. Das stimmt in vielerlei Hinsicht, allerdings haben sämtliche Filmsimulationen einen eher schlechten Dynamikumfang und mit ein bisschen Nachbearbeitung lässt sich auch hier noch eine Menge rausholen, der hohen Qualität dieser JPEG-Dateien sei Dank. Ich weiß, dass die Meinungen hier stark auseinandergehen und ich möchte gar nicht als Zeit vergeuden, eingefleischte Verfechter dieser Out-of-Cam-Gemeinde zu bekehren. Ich will aber Neulinge davor bewahren, zu glauben, dass Bildbearbeitung etwas Schlechtes, Überflüssiges oder gar Umständliches ist. Bildbearbeitung, das ist ein wichtiges Werkzeug, um eben das, was wir mit der Kamera eingefangen haben, zu vollenden. Ein guter Vergleich wären vielleicht zwei Jäger. Beide gehen in den Wald und schießen einen Hasen. Der eine serviert ihn roh, der andere gebraten an einer Weißweinsoße mit Kartoffeln und leckerem Gemüse. Ich glaube, ich wüsste sofort, an welchen Tisch ich mich da setze.
Weil das aber so ein wichtiges Thema und auch so ein heikles Thema ist, würde ich mich wirklich über eure ehrliche Meinung, sachliche Meinung zum Thema freuen. Schreibt sie doch bitte in die Kommentare und begründet sie dann auch etwas ausführlicher, denn das Thema, das hat mich und andere sicherlich auch schon immer interessiert. Nehmt mir also nicht übel, falls ihr anderer Meinung sein solltet, sondern schreibt, was ihr davon haltet. Ich schätze und freue mich über jede sachliche Meinung dazu. Also, bis dahin, man sieht sich.